Oh, da kommt er schon wieder, der verrückte Wie Kapitän. viel bringt er diesmal, der Gutste? 42. Ja, es wird mehr. Ja. Noch nicht viel mehr, aber es wird mehr. Müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwas, eine Sehenswürdigkeit bauen, dass die auch was zu gucken haben. Wahrscheinlich. Also es bauen sich irgendwie immer dieselben 5 Häuser hier aus, habe ich das Gefühl. Weil ich habe... Das Ding baut schon seit einer Ewigkeit, glaube ich. Ja. So gefühlt. Aber es war das andere, das auf jeden Fall auch schon eine Weile gebaut. Und das ist jetzt fertig, oder? Dieses eine... Ja. Unser Geschäft braucht Touristen. Ihr seid direkt neben dem Touristenhafen. Also näher geht's nicht mehr. Ich wollte gerade sagen. Wir können nicht noch näher rankommen. Im Touristenhafen. Ich meine, was gibt's denn noch, was hier Kultur, Touristen irgendwie anzieht? Das hier ist alles eher Industrie, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir müssen schon auf dieses Kulturding gehen. Oder haben eben Casinos. Spielzentrale. Das wird doch mal. Die locken doch definitiv auch Touristen an, oder? Spielzentrale ist natürlich dahingehend gut, weil wir ja eh das komplett auf Tourismus. Mhm. Tourismus und Spiel. Glücksspiel ausbauen wollten. Genau. So. Mich wundert nur gerade, warum unser stündlicher Gewinn hier so runterrauscht, aber okay. Wir haben Krankenhäuser gebaut. Ja. Weil es immer weiter an, jetzt geht es wieder ein bisschen rauf. Aber wahrscheinlich, weil sich die Häuser hier alle ausbauen. Ja, und sobald die ausgebaut sind, sind weil auch mehr Einwohner. Wir haben 6000 Einwohner weniger aktuell. Ja, ja, das ist, weil die gerade alle erst die Häuser aufbauen, gleichzeitig natürlich. Mhm. Statt dass die hier mal irgendwas, aber naja. Wie es in jeder Stadt eben so üblich ist. Es werden immer die zuletzt gebauten Häuser werden zuerst abgerissen, ne? Schon klar. Ja. Ja gut, als nächstes Projekt würde ich sagen, macht man dann diese Ecke hier, ne? Ja, und zwar nach dem selben Prinzip, ne? Mhm. Dann würde ich nämlich auch ganz gerne den Bahnhof irgendwo anders hin verlegen. Im Zusammenhang damit. Ja. Aber erst, wenn wir wieder ein bisschen mehr Money und so. Ist jetzt wieder ein Müllproblem, oder was? Oder macht der eine Party? Okay. Endless Recycling. Ja, da will wieder so eine Recyclinganlage. Weißt du? Ja, ja. Später. Ja. Hä? Ist hier nicht gerade erst eins gebaut worden? Ah nee, kann das sein, dass die zwei Dinge sich jetzt zu einem zusammen? Haben sie auch, aber das linke war doch noch gerade erst im Bau. Ja, und wo das fertig war, haben sie mal gesagt, ach, weißt du was? Reißt gleich wieder ab. Dann können wir uns auch zusammenschließen. Ja, ja. Oh Gott, was geht denn hier für ein Film? Leicht Stau, würde ich meinen. Ja, ich bin immer noch für eine Einbahnstraße. Dammit, wie kriegen wir denn das jetzt weg? Die Straße ist irgendwie leider zu klein. Für den Traffic, der da... Weil das sind halt nur große Gebäude da hinten. Ja. So gesehen, aber wir können jetzt das nicht nochmal so groß umbauen. Also zumindest nicht einfach so. Müssen wir quasi eh nochmal alles wegmachen. Theoretisch. Und dann eine größere Straße reinziehen, aber naja. Ist jetzt die Frage, liegt das einfach daran, dass das Problem, dass hier zu viele Kreuzungen sind... Es ist ja eigentlich nur eine, wenn du es so siehst, oder? Na gut, da hinten nochmal, hier ist eine. Hier ist eine und hier. Aber gab es da nicht einen Trick, dass man... Warte mal. Gab es da nicht einen Trick, dass man an einer Allee nicht irgendwie so ohne... Wow, was habe ich jetzt abgerissen? Ich hoffe, nichts wirklich hier ist. Ja, ich glaube, irgendein Gebäude vom Casino, oder? Ups. Das ist da hinten ganz. Okay. Das hier ist ja noch die Ach so, das Schild. Genau. Ah, okay. Konnte man nicht irgendwie so... Das macht auch eine Kreuzung. Und so. Es gab doch irgendeine Straße, die ohne Kreuzung... Hier, die hier. Kommt ohne daher. Ist zwar dann klein, aber... Ist das nicht auch eine Kreuzung?
Ja, aber ohne Ampeln. Das heißt, sie fahren, sobald frei ist, und warten nicht auf grünes Licht. Ja, probier mal einfach mal, wenn du die beiden jetzt noch verbindest. So. Nur mal so zum Prüfen und so. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Außerdem hast du auch schön den Stau abgerissen, ist auch nicht schlecht. Ist auch eine Methode, einfach nicht. Okay, obwohl. Bei mir bewegt sie im Moment gerade nicht. Okay, dann warte ich mal ab. Nö. Immer noch nicht? Nee. Okay. Jetzt. Boah. Jetzt bewegt sich wieder was. Ja, aber der Stau wird trotzdem wieder groß, ne? Ja, ich bin am überlegen, wir sollten vielleicht doch so eine Entlastungsstraße hier runter machen, dass sie von hier so auffahren können. Das war ja auch meine ursprüngliche Idee. Ja. Wie gesagt, wir... Nein! Oh, nee! Ey, das macht ihr doch mit Absicht! Gib's zu! Obwohl, dann machen wir doch einfach hier... Ach, da ist ein Park. Ach, das ist der Tennisclub wieder, ne? Also merken wir uns... Ah, nee, Volleyball. Volleyball? Hast du Volleyball gebaut anstatt Tennis? Nee, sowohl als auch. Okay, na dann. Sonst wäre ja sonst, das geht ja gar nicht. Wie konnte ich nur? Echt? So. Die arme Elite und so. Was ist das? Ein McDonald's oder irgendwie sowas. Also, Essen. Ja, wir haben es für unsere Mitbürger so ein bisschen einfacher formuliert. Echt. Braucht jeder, wissen wir Bescheid. Ja, selbes Problem, schafft man nochmal eine Kreuzung. Aber da wird man nicht, die Frage ist genau, ob du sie ein bisschen hochziehen willst. Aber desto größer eine Kreuzung wird, desto... Yeah. Macht sie auch nicht besser, ne? Nee. Obwohl, unten kommen wir nicht dran vorbei in dem Gebäude dann, ne? Naja. Irgendwas wirst du immer abreißen. Ach Mann. Ey, die machen das mit Absicht. Ja, dann halt hier, würde ich sagen. Ja, es hilft doch alles nichts. Lieber eine Burger, eine Essensbude, ja. Ja. Als da unten die großen Gebäude noch. Das hier Hochland und Partner. Okay. Werbe oder also, was? Also Käse oder was? Ja, wahrscheinlich. Käse, Molkereiprodukte und so ein Gedöns. Genau. Das sieht man so Schleichwerbung machen hier. Apropos Schleichwerbung. Wo finden wir eigentlich diesen Park, den ich vorhin erwähnt habe? Welchen Park? Wo, in Bezug auf Schleichwerbung? Bevor ich ihn jetzt nicht finde und wirklich Schleichwerbung mache, Auto? ich glaube, ich stehe immer noch auf dem Update. Hat sich ins Spiel eingekauft. Ach so, ist der Groschen gefallen? Nee, aber ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt nochmal sage, ich weiß es nicht, dann kommt es irgendwie blöd. Nein, ach so, ist tatsächlich Gott, gefallen. Das ist eine gute Frage. Bei ich überlege gerade, ob wir da richtig sind oder ob das irgendwo... Weil da ist ja nichts mehr, oder? Nee, ich weiß noch nicht, wo sonst. Als Park kommt es mir auch nicht so. Das wäre irgendwie komisch. Andererseits... Ja, das Spiel hat schon merkwürdigere Dinge vollbracht. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich glaube, das würden wir erkennen vom Bild her, oder? Ja. Ich glaube, da war es nicht dabei. Bei Sport würde mich auch eher überraschen, aber... Aber bei allen irgendwie klassisch, Natur, ja, natürlich...
Nee, es ist auch nicht. Naja. Boah, wo kann das noch sein? Bei Straße? Aber. Nö. Das wäre auch sehr komisch, ehrlich gesagt. Wir waren da eigentlich schon richtig bei öffentlichen Verkehrsmitteln, oder? Wobei, naja. Zumindest war es, klingt es logisch. Vielleicht hätte ich es mir auch mal genauer durchlesen sollen. Ja. Also Wärmebusse, da ist es definitiv nirgends. Nicht mit dabei. Nee. Straßenbahn sieht genauso aus. Wäre sehr unlogisch. Züge genauso. Boote auch nicht und Flugzeuge erst recht nicht. So, sind wir wieder durch. Und bei diesen Sondergebäuden? Ich versuche einfach nur irgendwie mir es zu erklären, aber nee. Hier wurde ja nicht, da auch nicht, da auch nicht, auch nicht. Eventuell hier bei Kultur, aber da könnte man sich jetzt ja mal durchklicken, ups, durchklickern. So, also das Messegelände, Profistadion, wo, bis da kennt man es ja, das ist es wohl alles nicht. Opernhaus in Oslo auch nicht. Wobei es da auch nicht wirklich reinpasst. Was ist da keine Sehenswürdigkeit in dem Sinn? Also. Waren es nicht mal mehr Sehenswürdigkeiten? Haben sie wieder welche rausgelöscht? Keine Ahnung. Da aber auch nichts. Ist das irgendwie ein Download-Inhalt oder so, den man extra nochmal runterladen muss? Aber so sah es eigentlich nicht aus. Nee, nicht wirklich. Sah aus wie beim Update halt. Oder du musst halt drauf warten, dass es irgendwann mal von selber gebaut wird, wenn du, keine Ahnung, auf einer Tankstelle oder sowas wird der, glaube ich, auch gebaut. Von sich aus, wenn du Gewerbe oder sowas eingibst. Ja. Stimmt. Was natürlich super ist, wenn man es nicht selber beurteilen kann, so ein bisschen. Gut, aber wollen wir dann mal die Spielezentrale bauen? Ja, fände ich gut. Wir können uns die auch leisten mittlerweile, glaube ich. Mhm. Sind die bald mit dem Häuserausbau wieder fertig? Wir sind schon wieder nur noch bei 55.000 Einwohnern. Ja, was ist denn das hier, Kuriosum? Bei mir bewegt sich wieder nichts, deshalb, jetzt. Okay. Zimmer. Es ist ein Hotel. Ja, aber lies mal, wie das Hotel heißt. Zimmer. Nein, südlicher, also da drunter. Schick. Ja, oder Honeycut, wie es, glaube ich, beschrieben ist. Honeycut, ja, das hier oben ist dann die Honeymoon Suite oder irgendwie sowas, ne? Schon klar. Ne, da oben ist das Zimmer. Zimmer. Ja. Ich hätte gerne ein Zimmer. Mann. Wir haben nur eins. Ja. Ah ja. Eins. Ist halt ein großes Zimmer, aber so prinzipiell. Ach ja. Yippie-yay. Schweinebagger und so, genau. Hier noch ins Neubaugebiet. Da, wo sie sowieso nicht mehr kommen. Also hier vielleicht sogar irgendwie. Ja. Ist die Frage, hat das Ding Erweiterung? Ich weiß es nämlich nicht. Erweitern sie das Spiel- und Unterhaltungsangebot sowie die Zahl der Unterkünfte? Kann gut sein, ja. Weil dann wäre es hier nämlich grundsätzlich blöd. Das stimmt. Die Frage ist, das muss ja trotzdem in unsere Spielehölle da irgendwie mit rein, oder? Alternativ. Ja. So? Ja, ich bin echt am überlegen, ob man diese komische Straße hier wegmachen muss, mal. Die hier, weißt du? Ja. Gute Frage. Oder hier? Was hältst du hiervon? Auch gut, das sind ja eh nur kleine Häuser. Ja. Das klingt jetzt so abwertend. Also, ihr wisst, was ich meine. Entweder hier oder hier. Hier wäre sogar noch praktisch, weil gegenüber ist gleich eine Polizei. Ich weiß nämlich nicht, ob das Ding hier wieder so kriminalitätsfördernd ist, wie so ein Bestimmt. Casino. Bestimmt. Ich würde sagen, machen wir das Ding mal hier hin. Und dann gucken wir mal, wie wir hier ein bisschen die Straßen ein bisschen umbauen. Genau. 9 verlassene Gebäude, wo das denn? Allein 9, das ist ja schon heftig. 9 ist schon heftig.
Was sind das? Touristen? Ich kann es mir nicht anders. Es sieht so aus, als hätten sie ihren Koffer dabei, ja? Ja. Sind das Touristen? Warum wird das hier beim Abreißen im Boot angezeigt? Keine Ahnung. Okay, also Industrie scheint irgendwie überhaupt nicht mehr zu laufen. Was machen die Touristen eigentlich da hinten?